Ich möchte Ihnen ein Klavier vorstellen, das man mit Fug und Recht als multifunktional bezeichnen könnte. Verschiedenste Anforderungen, die an dieses Instrument gestellt werden, werden optimal erfüllt. Sei es als Übungsinstrument an Ausbildungsinstitutionen, sei es als Bühnenklavier an Opernhäusern oder für Korrepetitoren hochgeeignet, dadurch, dass die Höhe relativ gering ist, ist der Kontakt mit den Sängern gegeben, wenn sie hinter dem Klavier stehen. Und natürlich, ich würde schon sagen, das ist das Zentrum dieses Instruments, trotz dieser vielfältigen Einsetzbarkeit. Es ist ein Instrument, das in jedem Haushalt stehen kann und einfach auch die Entwicklung eines jungen Pianisten begleiten kann. Wenn das Instrument von vornherein gewisse Ansprüche erfüllt, im Klanglichen natürlich vor allem, aber auch in der Mechanik, die einem entgegenkommt, dann sind die pädagogischen Erfolge auch meist entsprechend hoch. Und das ist, wenn man so will, ein Instrument, das verführt zum Lernen des Klavierspiels, zum Weiterentwickeln des Klavierspiels, für junge Pianisten und natürlich auch für Ältere, die als eine Art Hobby sich dem Klavierspiel widmen wollen. Ein multifunktionales Instrument. Ich möchte auch, um diese Dimension des Pädagogischen zu betonen, mit einem Stück beginnen, das jeder kennt und dann doch irgendwie nicht so ganz und was in einem etwas fortgeschritteneren Klavierlernprozess relativ schnell zu spielen ist, relativ bald zu spielen. Es ist von Johann Sebastian Bach. Bei der Musik Johann Sebastian Bachs haben wir ja die Besonderheit vor uns, dass sie sowohl für relativ anfängerhaft noch spielende Pianisten geeignet ist, wie auch in die letzten Dimensionen der Virtuosität hineinreicht. Ein berühmtes Werk, das erste Präludium aus dem wohltemperierten Klavier in C-Dur, kann zeigen, wie hier das Einfache doch etwas Besonderes ist und einen jungen Pianisten faszinieren und herausfordern kann. Wir kennen das Hauptthema oder die Figuration, die das ganze Stück durchzieht, vor allem auch aus einem Begleitsatz, der einer meistens Violinstimme oder auch einer Vokalstimme unterlegt ist von Charles Gounod, das sogenannte Ave Maria. Hier wird aber das, was Bach wollte mit seinem Präludium, gänzlich missachtet. Es wird meistens dann so gespielt. Mit Pedal und als eine Akkordfiguration, wenn man aber genau hinschaut, und das ist eben auf diesem Instrument auch optimal realisierbar in aller Einfachheit, dann hat Bach drei Stimmen notiert. Eine erste Stimme, da sind die Töne nach unten gestiegen, das sind die Basstöne, eine zweite Stimme, die nachschlägt, als selbstständige Polyphonie, und eine dritte Stimme, die dann die Akkordbrechung bringt. Wenn man so spielt, ist es auf ganz merkwürdige Weise ebenso einfach wie faszinierend, nur das Instrument muss reagieren können und genau diese interne Mehrstimmigkeit als drei Schichten ermöglichen. Und das ist hier auf ganz besondere Weise möglich. Thank you.
So ist das Stück von jeder romantisierenden Patina befreit. Es klingt rein und klar, durchsichtig. Das ermöglicht dieses Instrument auch eine gewisse Cembalonähe, kann man realisieren, weil die Attacken, die Impulse, die man ihm gibt, sehr klar und direkt zurückkommen. Eigentlich ein ideales Instrument, um die Kunst des Klavierspiels zu erlernen und den jungen Pianisten beispielsweise herauszufordern und zu begleiten. Das zeigt sich auch an einem anderen Stück, das relativ früh dann in der Entwicklung des jungen Pianisten eine Rolle spielt und von Komponisten auch letztlich als eine Art Lehrsonate gesehen wurde, die sogenannte Sonata Facile von Wolfgang Amadeus Mozart, wo wir auf ähnliche Weise und doch ganz anders diese Einfachheit und Klarheit in der Diktion als pädagogisch orientiertes Instrument vor uns haben, ohne dabei aber den Reiz eines konzertanten Impulses zu verlieren. Das ist das Wichtige. Es ist beides vorhanden bei diesem Instrument. Es gibt entscheidende Impulse für die Entwicklung der Technik, des Klavierspiels, der Klangsensibilität auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es aber durchaus ein Instrument, bestimmte Art von Literatur konzertmäßig, hauskonzertmäßig, möchte ich sagen, vorzuführen und zu präsentieren. Dazu als Beispiel jetzt noch die Exposition der Sonata Facile von Wolfgang Amadeus Mozart. Epochen, die für die Entwicklung eines Pianisten besonders bedeutsam sind: Barockmusik, Wiener Klassik und dann 19. Jahrhundert. Auch ein Stück, das man relativ schnell spielen kann und wo hier auf diesem Klavier dann auch die Sinnlichkeit des romantischen Klaviersounds realisierbar ist. Hier haben wir jetzt Beispiele gehabt, wo die Klarheit der Diktion, das genau Durchzuhörende im Zentrum stand, die Geläufigkeit bei Mozart, die interne Polyphonie bei Johann Sebastian Bach, der romantische, sozusagen schwelgerische Klang, den hätten wir jetzt beim letzten Beispiel, das in diese Kategorie einzufügen wäre, nämlich bei der berühmten Träumerei von Robert Schumann.
funktionales Instrument, das in keinem musikalischen Haushalt fehlen sollte.